Hast du auch gehört von dem großen Festival? Die Rente wartet schon, nicht hier fast. Los, ich weiß den Zauberspruch nicht, wie ich den wieder loskriege. Ach, es ist einfach, aber das wird noch klappen. Ich werde selber mal das Orakel fragen, wie ich das hinbekomme. Orakel, wird die Zukunft für mich schwierig? Der König fragte, Eselein, wie gefällt dir meine Tochter? Das Eselein drehte den Kopf nach ihr, schaute sie an, nickte und sprach, aus der Maßen wohl, sie ist so schön, wie ich noch keine gesehen habe. Was
Menschenkind hier hingeschmissen. Quack! Aua! Ah, ah, aua! Mein Fuß! Ah, ah, aua! Ah, mein Fuß! Ah, schau mal, was das Menschenkind hier hingeschmissen hat. Und ich habe mich daran verletzt. Wenn das mit den Sachen hier so weitergeht, irgendwann haben wir ganze Berge von Abfall hier. Wir könnten ja... Hoi, Frieda, woher kommst denn du jetzt? Mag, kann ich etwas sagen oder nicht? Natürlich, Frieda, sag's doch. Wie er sich umschaut, der fromme Mann. Da schaut ihn ein hübsches Mädchen an. Der Antonius, der Heilige von Padua, war aber ganz ruhig, wie dieses geschah. Er sprach, nur schau nur immer zu. Du störst mich nicht in meiner christlichen Ruhe. Wie er nun wieder so ruhig saß und weiter in seinem Buche las, da spürt er auf der Glatze und hinterm Ohr ein Kribbelkratzen. Der heilige Antonius von Padua war aber ganz ruhig, als dieses geschah. Er sprach, ach du Krabble, du nur immer zu. Du störst mich nicht in meine christlichen Ruhe. In der nächsten Stunde bekommen Sie Einblick in die Bären-Typenkunde. 5 Bären werden einer nach dem anderen hier über die Bühne wandern. Und jeder erzählt von der letzten Nacht und wie er die zugebracht hat. Hi! Die letzte Nacht, die habe ich mal in der Disco zugebracht. Ja, mit meinen Eltern, da lege ich quer. Die mögen keinen Punkerbär. Morgen. Die letzte Nacht war viel zu lang mit Träumerei. Nur die Zeit vertan. Die letzte Nacht. Ach, die habe ich mal allein verbracht. Sonst hüpfe ich ja von Bett zu Bett. Man kennt mich, ich bin nett. Das war eine schlimme Nacht. Ich habe sie gar kaum herumgebracht. Ich habe keine Ruhe gefunden. Mich nur um und um und um gewunden. Oh, da ist ja heute so viel zu tun. Ja, schöner war es, sich auszuruhen. 10 Stunden Schlaf, die sind mir gerade recht. Bekommen wir auch gar nicht schlecht. Meister? Ja? Meister, sucht ihr einen Bäckerknecht?
Ja, seid ihr ein Bäckerknecht? Wenn der einen Bäckerknecht sucht, dann... Natürlich, natürlich bin ich ein Bäckerknecht. Willst du für mich backen? Aber Meister, nichts lieber als dieses. Dann schlage ein. Nur heute kann ich nicht mit ihm backen. Heute muss er alleine backen. Aber Meister, was soll ich denn backen? Was? Ein Bäckerknecht? Und der weiß nicht, was er backen soll? Dann back er doch meinthalb Eulen und Meerkatzen. Eulen und Meerkatzen? Ja, meinthalb. Eulen? Meerkatzen? Eine ganz besondere Delikatesse. Meine Dame, Eulen, kommen Sie. Meerkatzen, ausverkauft. Na du schleimiger Mäusetöter, was weißt du über die Fuchsmaske? Ich weiß gar nichts. Ich bin ja auch kein Fuchs. Gut, dass mir das nicht entgangen ist. Raus damit, oder ich muss mit meinen Reißzähnen etwas nachhelfen. Halt! Lieber Ravid, du weißt inzwischen so viel wie ich über die Maske. Ich kann dir nur noch eines sagen. Die Maske funktioniert nur an dem Platz, an dem ihr die Macht übertragen wurde. Mehr weiß ich wirklich nicht. Ich schwör's, beim Leben meiner Kinder. Trifft sich gut. Den Idioten habe ich gerade geschnappt. Wie der Vater, so der Kater. Mal sehen, vielleicht weiß der doch noch etwas mehr als du. Was war das? Was ist das? Weg mit euch! Weg damit! Haut ab! Ich will euch nicht mehr sehen! This person's phone is switched off. Wie immer, nur die Mailbox. Tja, dann sag dem Piloten, er soll starten. Wir können nicht länger warten. Und wohin? Ha, auch ich war fleißig. Und ich habe das Versteck des Fuchses gefunden. Wir fliegen nach Fuchsambul. Das Klavier spielt von allein. Das Klavier ist verrückt. Da ist ein Geist, der die Tasten drückt. Bernie, unser Flügel ist verrückt. Da ist ein Geist, der die Tasten drückt. Niki, du musst doch nicht weinen. So ein Geist, der kann doch so leicht nicht erscheinen. Niki, doch, da ist ein Geist, der die Tasten drückt. Niki, ich schau mir mal jetzt deinen Flügel an. Mal sehen, was ich da machen kann. Und außerdem, Frosch bleibt eben einfach ein Frosch. Ja, ich sag's doch immer. Übermut tut selten gut. So schnell kann das Leben vorbei sein. Tja, Tineo, so ist das eben mit dem Leben.
Kommen Sie, Kommissar. Es kommt, es geht, das Leben. So ist das Leben. Au revoir. Meine Worte. Wenn dereinst auch dein großes Maul seine Ruhe gefunden haben wird, erst dann wirst du begreifen, wie dumm deine närrische Fressgier war. Hallo. Hallo. Und du da? Ich weiß nicht. Mein Häuschen wurde abgebrochen. Jetzt habe ich das gefunden. Es wohnt niemand drin. Da kannst du sicher wohnen bleiben. Komm runter. Ich habe zu essen und zu trinken mitgebracht. Wie heißt du? Ich heiße Rosa. Und du? Ich bin Josef und möchte Geschichtenerzähler werden. Und ich? Ich möchte Blumenverkäuferin werden. Das ist auch schön. Ja. Und der Hund, das ist mein Freund. Er heißt Herkules. Ich begrüße Sie herzlich und hoffe auf ein gemeinsames, konstruktives Miteinander, das uns erneut zu einer produktiven und zielorientierten Qualitätssicherung der weltweit klimarelevanten und notwendigen... Kommen wir zu dem Wichtigen. Ich eröffne hiermit die Konferenz. Ja, halten Sie mal den Mund, ja? Ich will auch mal was sagen. Vorsicht, warten. Regen Sie sich nicht auf. Meine Damen und Herren, hiermit eröffne ich die Klimakonferenz 2012. Nun, seien Sie doch mal ruhig. Lassen Sie uns doch auch mal reden. Bitte. Halten Sie sich an die Tagesordnung. Wir können doch nicht immer nur Sie hier das Wort führen. Wir hatten deswegen eine Konferenz gemacht. Ja, und was haben Sie alles gemacht hier? Sie sehen es. Jeder hat auch hier seine feste Redezeit. So, man sollte jetzt wirklich zu dem Wichtigen kommen. Das ist relativ unwichtig. Also hören Sie mir doch mal zu. Sie können doch einfach nicht so weiterreden. Vorsicht. Meine Herren, meine Damen natürlich auch. Herr Dr. Gott, bitte fallen Sie mir nicht ins Wort. Aber bitte, meine Herren, bitte. So kommen wir doch auch nicht weiter. Diese Streitereien. Es gibt doch eine Sitzordnung. Schauen wir doch da erstmal hin. Entschuldigung, das ist doch relativ unwichtig. Kommen wir nun zu den wichtigen Aber Teilen. Aber lassen Sie mich doch auch mal zu Wort. Und ich will doch nicht immer reden. Meine Herren, das Wasser. Kein Grund für Unruhe. Wir haben alles unter Kontrolle. Schauen Sie nur, was machen Warten wir jetzt? Warten Sie bitte die Konten noch. Oh, ich krieg auch von nasse Füße. Dann kommen wir jetzt statt zu der Sitzordnung zu einer Schatz, Sie sehen doch nicht hier den Stein. Mit den Füßen im Wasser. Wasser her. Schaut mal, die Füße sind nass.